Der Renntag auf Hauptstadtsport TV wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Nur noch wenige Tage und in der Trabersaison geht es endlich in die Derbywoche. Doch vorher mussten die Fahrer und Pferde durch den Super Trott Cup und Kraftsport Originalrennen hier auf der Trabrennbahn in Paris. Der letzte Test für einige Pferde heute, für einige Dreijährige nochmal. Ein Vorlauf zum Super Trab Cup und Lauf, wo auch das Finale in der Derbywoche dann selber ist. Der Lauf der vierjährigen Serie, also das sind schon nochmal alles interessante, spannende Rennen und auch nochmal einfach richtungsweisende Ergebnisse, denke ich mal, im Hinblick auf die Derbywoche. Beim dritten Lauf des Super Trot Cups ging es um die letzten zwei Finaltickets, welche die zwei Erstplatzierten für den Hauptlauf am 5. August in der Derbywoche ergattern konnten. Wegen krankheitsbedingten Ausfalls von Goldie Stardust konnte einer der Favoriten, Michael Nimczek, leider nicht mitfahren. Favorisiert war nicht nur Goldie Stardust, sondern auch Prince of Persia mit der Nummer 5 und Bijou Bourbon HM mit der Nummer 6. Die Ziegerin ist erreicht, Prince of Persia ist vorn. Die 7 ist rot, die 7 Bourbon HM. Dahinter sucht die Orion Dream die Lücke. Und ganz außen kommt dennoch Warlord dazu. Und Prince of Persia ist geschlagen. Vorne jetzt Bijou Bourbon HM und außen dennoch Warlord, der wird Zweiter. Erstplatzierter Bijou Bourbon HM und zweitplatzierter dennoch Warlord durften sich also über ein Finalticket freuen. Der Sieg, auch wenn es ein Vorlauf ist, und wenn es dann zum Finale geht, ist der Wert natürlich mehr, oder wie soll ich sagen, er macht mich mehr stolz als andere erste Plätze. So ist es. Dass wir jetzt im Finale sind, das war unser Ziel. Das war unser Ziel. Da sind wir jetzt. Und jetzt im Finale wird es ganz einfach schwer. Schwer, aber dennoch war es das Ziel, im Finale zu stehen. Ein weiteres Highlight am heutigen Tage war die neue V76-Wette. Ziel dieser Wette ist es, 7 richtige Sieger einzelner vorgegebener Rennen vorauszusehen. Ja, heute war Premiere auf der Trabrennbahn Berlin-Marienhof mit einer neuen Wettart. Das war die V76-Wette. Ja, der Sinn hinter dieser Wette ist natürlich, eine große Wette zu konzipieren, wo man mit kleinen Einsätzen, so wie 15 Cent oder 5 Euro, wenn man die Wette dann vielleicht ausarbeitet, einen großen Gewinn erzielen kann, so wie beim Lotto. Das ist natürlich schwer, 7 richtige hervorzusagen, aber das ist natürlich auch der Reiz, viel Geld zu gewinnen. Und ich denke, so bekommen wir vielleicht auch neue Zuschauer auf die Rennbahn. Das letzte Highlight an diesem Tage war das Kraftsport-Originalrennen 4-jährigen Serie, dotiert mit 12.000 Euro. Bei diesem Rennen war auch endlich Favorit Michael Nimczek mit Charlotte Newport Nummer 5 zu sehen, auch unter den Favoriten New Down Nummer 3 mit Fahrer Thorsten Tietz. New Dawn kommt mit knapper Führung auf die Zielgerade vor Charlotte in Newport. Dann sieht man Pearl Stardust und an der Innenkante Tijuana Diamant. In der Distanz kommt es zum Kampf. New Dawn innen und Charlotte Newport außen. Charlotte Newport scheint einen Ticken stärker und ist jetzt vorbei. Charlotte Newport gewinnt vor New Dawn, Pearl Stardust und Tijuana Diamant. In den letzten Sekunden nahm Nimczek die letzte Kraft aus Charlotte Newport und holte den 5. Sieg am heutigen Tag. Ich hatte schon einige Favoriten, wo man wirklich schon was erwarten konnte im Vorhinein, aber dass es dann am Ende zu 5 Siegen reicht, hätte ich jetzt auch im Vorhinein nicht gedacht. Ne? Das ist ganz klar, aber umso schöner ist es, dass es geklappt hat und jetzt freuen wir uns auf die Derbywoche. Der letzte Renntag neigt sich somit dem Ende entgegen. Die letzte Probe für die kommende Derbywoche auf der Trabrennbahn in Marienhof.